Hallo liebe Freunde von Frieden und Freiheit. Zunächst erstmal ein kleiner Nachtrag zu eurer letzten Rede. Da hatte ich die aktuelle Gesetzgebung mit der Reichstagsbrandverordnung von 1933 verglichen. Inzwischen scheint der NS-Staat eine immer größere Inspiration für unsere Regierung zu werden. Denn am 29.08. wurde zum zweiten Mal in der Geschichte ein Angriff auf den Reichstag inszeniert, um gegen eine politische Bewegung zu hetzen. Ich sage einfach mal, warum das Rad neu erfinden, wenn es schon damals so gut funktioniert hat. Aber das nur am Rande. Heute möchte ich ein paar Worte zu Manipulationstechniken sagen und zu mehr Mut in der Öffentlichkeit aufrufen. Wir sind nicht wenige, wir sind viele. Das haben wir im Juli gemeinsam in Leipzig gerufen. Und spätestens seit den Großdemos im August lässt sich das auch nicht mehr leugnen. Aber leider gibt es immer noch zu viele Menschen, die nicht erkennen, wie viel hier auf dem Spiel steht. Unsere Freiheit, unsere Würde und unsere Unversehrtheit. Zu einem großen Teil haben wir das der gleichgeschalteten Medienlandschaft und ihrer zunehmend aggressiven Propaganda zu verdanken. Die üble Verleumdung der Demonstranten hält viele Menschen davon ab, sich den Protesten offen anzuschließen. Auch ich habe mich in den ersten Wochen nicht auf die Marktplatzdemos getraut, weil man mir weismachte, dort würden sich Rechtsextreme und Gewaltbereite versammeln. Ein weiteres, sehr perfides Manipulationsmittel ist die politisch motivierte Umdeutung der Alltagssprache. Frei nach Orwell erhalten hier Wörter plötzlich ihre gegenteilige Bedeutung. Das ist so absurd, das sollte man sich hin und wieder mal vor Augen führen. Nehmen wir zum Beispiel mal die Worte solidarisch und egoistisch. Denn was ist solidarisch? Ist es wirklich solidarisch, Kinder mit dem Tragen einer Maske zu schädigen und zu traumatisieren? Ist es solidarisch, durch einen willkürlichen Lockdown Menschen in schwere Krisen zu stürzen? Und ist es solidarisch, große Konzerne zu beschenken, während man den Mittelstand ruiniert? Und was ist dagegen rücksichtslos und egoistisch? Ist es wirklich egoistisch, anderen Menschen Nähe und Liebe schenken zu wollen? Ist es egoistisch, Verordnungen zu hinterfragen, die unser aller Grundrechte verletzen? Und ist es egoistisch, dafür zu demonstrieren, dass jeder von uns ein demokratisches Mitspracherecht hat und dieses auch behält? Ich kann nur jedem raten, genau über die Bedeutung solcher Wörter nachzudenken, bevor er sie als Kampfbegriffe missbraucht. Jetzt noch ein paar kurze Worte zu der sozialen Entwöhnung durch das Maskentragen. Die Emotionen und die Mimik werden dadurch verwogen. Und der Austausch wird erschwert. Gesichtslosigkeit wird zum neuen menschlichen Ideal. Alles ist perfekt dafür zurechtgeschneidert, dass man den inneren Widerwillen der Menschen übersieht. Aber dieser Widerwille ist längst vorhanden und er wächst ständig. Viele Menschen tragen ihre Maske nur noch zum Schutz vor Denunzianten und Bußgeldern. Häufig bräuchte es bloß jemanden, der mutig ist und als Erster aufsteht. Aber durch Angstkampagnen, die Androhung harter Strafen und gezielte Gewaltanwendungen wird ein kollektives Ohnmachtsgefühl erzeugt. Mit diesem vorsätzlichen Psychoterror will man den Leuten Angst, Einsamkeit und Selbstzweifel einflößen. Eigenschaften, die einen idealen Mitläufer ausmachen. Angstmacherei gibt es an jeder Ecke. Hoffnung findet dagegen keinen Platz. Die Bilder von hunderttausenden Demonstranten, die sich friedlich für Frieden und Wahrheit und Freiheit stark machen, die darf keiner zu Gesicht bekommen. Die Medienpropaganda lässt keine Lichtblicke zu. Deswegen müssen wir diese Lichtblicke selber liefern.
Daher habe ich heute einen Appell an euch. Macht im Alltag deutlich, dass ihr aufgewacht seid. Das ist ein viel größerer Beitrag, als ihr vielleicht denkt. Es hilft allen. Als Denkanstoß für alle, die Fassade noch nicht durchschauen. Als Kraftquelle für alle, bei denen sich bereits Zweifel regen. Was gibt es da für Möglichkeiten? Ihr könnt zum Beispiel ein T-Shirt mit dem Motiv einer regionalen Widerstandsbewegung tragen. So können sich die Leute ein eigenes Bild davon machen, wer diesen Bewegungen angehört. Und sie werden feststellen, dass sie belogen werden. Die Nazis, die Rechtsextremen, die Antisemiten, die Corona-Leugner und die Spinner sucht man unter den Demonstranten vergeblich. Ihr könnt euch auch eine Querdenker-Bommel basteln. Bei mir gehört die Bommel seit Monaten fest zur Alltagsgarderobe. Aber außerhalb von Demos ist mir noch kein anderer Bommelträger begegnet. Wenn ich regelmäßig andere Menschen sehen würde, die sich im Namen der Freiheit ein Stück Abfall um den Hals hängen, dann würde mir das jedes Mal neuen Mut schenken. Wenn ihr einmal um das Tragen einer Maske nicht drumherum kommt, dann bringt wenigstens euren Unmut zum Ausdruck. Schreibt auf ein Stück Papier, was ihr von der Maskerade haltet und tackert es dann an die Maske. Auf meiner steht bevorzugt Nonsens, Lüge oder auch Mundtot. Das ist ein wahrer Hoffnungsschimmer für die vielen, die hinter ihrem Maulkorb leise stöhnen. Und es gibt sicher noch viele andere Wege. Ich weiß, in dieser Bewegung stehen jede Menge kreative Köpfe. Und mit Kreativität kann man der stumpfen Propaganda viel entgegensetzen. Nutzt solche Möglichkeiten und stärkt so die Freiheitsbewegung im Alltag. Schenkt denen neuen Mut, die sich mit ihrer kritischen Haltung alleine fühlen. Macht euch keine Gedanken darum, ob ihr euch dadurch auffällig macht. Wenn die Demokratie auf der Kippe steht, dann kann man auf so etwas keine Rücksicht nehmen. In Ländern wie Australien laufen bereits Prototypen für die perfekte Gesundheitsdiktatur. Und es wird immer deutlicher, dass dies auch unsere Zukunft werden soll. Die Zeit, um noch etwas zu verändern, die ist jetzt. Macht euch öffentlich bemerkbar und demonstriert. Unsere Regierung hat sich auf übelste Weise verselbstständigt. Sie ruiniert uns mit ihrem Terror. Es wird höchste Zeit, diese Regierung friedlich, aber mit Nachdruck an ihre demokratischen Verpflichtungen zu erinnern. Den für nächste Woche geplanten Schweigemarsch halte ich für ein wahres Sinnbild des friedlichen Protestes. Ich bitte daher alle, die heute hier anwesend sind, auch am 10.10. in Berlin wieder ihren Mut zu beweisen. So, jetzt sind wir fast durch. Ich möchte diesen Vortrag jetzt noch ein wenig abrunden. Ein zentrales Motiv des friedlichen Widerstandes ist das Wort Nein. Am Ende meines letzten Vortrags haben wir das Nein-Sagen gemeinsam geübt, mit musikalischer Unterstützung von Bernd dem Brot. Da es immer noch genügend Gründe für ein lautes Nein gibt, wäre mein Vorschlag, dass wir diese Übung gemeinsam wiederholen. Was haltet ihr davon? Ja! Also Nein im Sinne von ich sage Nein, so interpretiere ich das jetzt mal. Gut. Sehr schön. Dann soll das direkt der nächste Programmpunkt werden. Es wurden vorhin wieder einige Zettel mit dem Liedtext ausgeteilt. Ich würde euch bitten, im Refrain wieder das Nein schön laut mitzurufen. Ansonsten will ich jetzt auch keine weitere Zeit verlieren. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit und ich hoffe, wir sehen uns nächste Woche alle in Berlin wieder. Dankeschön.